Du, da sind wir wieder beim Let's Play von Wing Commander. Auf zur nächsten Mission im, schon wieder vergessen. Dakota-System. Ach, wir sind immer noch da. Okay, ja, ist klar. Mission Briefing, Dakota System. 3.27 Uhr. No time to waste, people, so let's get to it. Xi, Wing reports a Kurafi supply convoy moving into our attack range. We can't pass up a target like this, so Epsilon Wing is going to take it out. GBR, you will lead Knight on this one. You boys think you can pull it off? Ich muss erstmal Luft holen. No problem, sir. There is something you don't yet know, GBF. Our spotters have placed a Kilrathi ace, Baktosh Redclaw, with the convoy. He's a Kilrathi nobleman and the deadliest shot in the entire Kilrathi navy. Here's the scenario for this one. You will first intercept a Dorkir-class tanker at the jump point near Nav 1. Blow her to bits and proceed to Nav 2. At that point, you should sight at least one Kilrathi troop transport. These transports are your main objective, and probably the best defended. You are to engage and destroy all Kilrathi transports. No survivors! You watch yourself with Red Claw, but concentrate your fire on the sports. You launch in 3 minutes. Dismissed, ab nach Deck 12. Okay, also müssen wir Konvois angreifen. Hey, ein Angriff. Jagen wir die Kilrathi. Der Name Kilrathi setzt sich zusammen aus Kill und Ratte, also Ratten töten. Und das Katzenmenschen sind, passt das ja. Oder Löwenmenschen, Katzenmenschen, Löwenmenschen. So, als erstes packe ich meine Waffen wieder in Synchronisation, erhöhe auf 400 und fliege einfach mal direkt dahin. Okay, Knight ist bei uns. Beschleunige mal. Asteroidenfelder habe ich jetzt ja nicht gesehen. Spannungsgeladene Musik. Okay, wir müssen einen Tanker erledigen. Okay, ich hab sie. Da sind sie. Oh, da ist eine ganze Menge. Break and attack, bitte. Affirmative, Major. Danke. Was sind das für welche? Enemy Head Major. Ja, deshalb habe ich dir schon den Angriffsbefehl gegeben, mein Freund. Das sind Crunts. Au, 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 was ist hier los? Ah, so the Monkey Boy can fight. Das kann ich wohl. Hier ist Gewusel. Ich glaube, die haben es alle auf mich abgesehen. Meine vordere Panzerung ist schon weg. Den großen Superpiloten haben wir jetzt aber noch nicht gesehen. Komm, lad ein bisschen schneller. Ich will den platt kriegen. Oh, daneben. Nicht gut. Ich spare meine Raketen gerne auf für irgendwas Besonderes. Bam, 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 bam. Ich möchte immer, dass es ein bisschen länger läuft, diese Musik. Okay. Nicht erwischt. Das dauert mir zu lange. Dann. Die reagieren auch voll darauf, ob ich sie im Visier habe oder nicht. Jawohl. Okay. Ich glaube, sie haben es auf Knight abgesehen. Das ging voll daneben. Au. So viele Schiffe im Visier. Ach, daneben. Und dann gehen die Schüsse manchmal so komisch nach unten. Also es ist nicht immer einfach, das einzuschätzen. Aber wir sind wirklich gut gesichert hier. Und da ist der Dok hier. Den müssen wir natürlich abschießen.
Aber erstmal die Jäger beseitigen. Gut, der ist weg. Bam, 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 bam. Tach. Ah, ich liebe es. Ich werde von hinten attackiert. Diese Crunch sind nicht schlecht. Please assist me. Okay, Knight, was ist los mit dir? Wüsste ich doch wohl gegen ein paar von diesen Typen hier wehren können. Wenn du abgeschossen wirst, habe ich ein Problem. Ich helfe dir, indem ich die anderen Typen vom Hals halte. Verstehst du? Frontalangriff. Okay, der brutzelt schon, das ist gut. Der ist auch erledigt, okay. Nur noch ein Krant. Das ist die Musik, die ich hören will. Nur jetzt läuft das Spiel auch wieder schneller, weil wenig auf dem Bildschirm sind. Au! Was habe ich da denn erwischt? Gott, und den Meister haben wir noch gar nicht getroffen. Und ich bin schon ziemlich angeschlagen. Das sieht nicht gut aus. Okay, bleib so, bleib so. Bleib so. My offspring, offspring shall avenge me. Was ist denn los? Du bist doch gar nicht mehr angegriffen. So, und der Transporter selber ist leichte Beute. Okay, Knight. Okay, hinten sein Antrieb ist anscheinend beschädigt worden. Okay, das war Nav 1. Wir sind ziemlich abgekommen vom Kurs, also geht's jetzt nach Nav 2. Wir fliegen da mal beschleunigt hin. Knight brutzelt. Ich hoffe, er überlebt diesen Angriff jetzt noch. Okay, das war Nav 1 jetzt doch nochmal. Wir wollen ja nach Nav 2. Es angreifen. Okay, es sind nur zwei. Sad that I must litter space with ape corpses. Oh, er fliegt ein Yalti, ja. Ich glaube, das wurde auch erwähnt. Okay, vor Yaltis habe ich nicht so viel Angst. Weil schon einer kaputt ist. So, jetzt haben wir den Superpiloten. Hier, wir sind mit einer Rakete. Das ist Baktash. Ein sechsschüssiges Raumschiff. Du willst doch nicht flüchten, oder? A primate actually shot me. Amusing. Okay, ich will nicht in ihn reinrammen. Das kommt nicht gut. Ich glaube, er macht so eine Art von Vollbremsung. Oder versucht er zumindest. Nein, du kannst dich um den ollen Popeltransporter kümmern. Good shooting, Major. Ja, bitte sehr. Oh, wir haben neue Feinde. Noch mehr Yaltis. Okay, der Meister ist weg. Oh, schon einen weiteren erledigt. Nicht schlecht. Ja, diese Yalti weichen einfach nicht oft aus. Die sind... zeigen mir so oft ihren Rücken. Oh! Crash! Weapon destroyed. Oh, ich habe eine Waffe verloren. Nicht so gut. Man kann natürlich auch seine Waffen verlieren und dann hat man irgendwann gar nichts mehr. Aber bis das passiert, also wenn das passiert, ist vorher das Schiff kaputt. Aber es kann passieren, ne?
One down, GBF. Okay, er hat einen Doki erledigt, glaube ich. Sehr gut gemacht, Knight. Dann kümmerst du dich um die einfachen Probleme. Ich kümmere mich um die schwierigen. Und er sagt trotzdem, please assist me, obwohl er eigentlich kein Problem haben dürfte hier. Gegen die Doki. Ich weiß gar nicht, ob die schießen können. Das sind ja bloß Truppentransporter. Good shooting, Major. Danke. Oh, flieg mir nicht ins Gesicht. Danke. Okay, bloß noch ein Doki. Dann hätten wir drei Stück erledigt. Er schießt ja gar nicht. Beschleunige mal ein bisschen. Ich glaube, meine Waffen kommen gar nicht ran. Please assist me. Gegen wen? Es gibt hier keinen Feind. Knight. Ist alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Missile locked. So, das sollte es gewesen sein. Jawohl. Bam! Fliegen da auch die Teile rum. Cool. Meine Frontpanzerung ist zwar weg, aber die Schilde sind wieder da und Knight fliegt mir ins Gesicht. Hauptsache, der explodiert nicht. So. Okay, wir müssen noch Navpunkt 2 abfliegen. Das war der große, noble Kilrathi-Meister. Ein Edelmann, der Kilrathis. Ich weiß gar nicht, was für eine Gesellschaft die haben. Auf jeden Fall eine sehr hierarchische. Okay, Tiger's Claw, wir haben sie erledigt. Ein Haufen Crunts, Jaltis. Ich glaube, jetzt sehen wir auch immer seltener die anderen Schiffe. Die Salty sowieso nicht mehr und die Dokie. Ich möchte die Tiger Claw ansprechen. Muss ich die im Visier haben dafür? Ich crash gleich mit denen zusammen. Warum kann ich die nicht anrufen? Ist mein Comm-System kaputt? Ne, ich habe keinen inneren Schaden. Da ist die Tiger Claw. So, jetzt. Ne, immer noch nicht. Hm. Sehr merkwürdig. Tiger Claw. So, ich habe sie jetzt mal in den Fokus genommen. Vielleicht muss man das, damit man die überhaupt ansprechen kann. Aber jetzt können wir landen. Ich beschleunige! Und lande ganz langsam. Ja, war nicht ganz unheftig, vor allen Dingen die Crunts. Die finde ich schwieriger als die Yalti. Hm. Ist das jetzt gute Musik? Looks like it got a little hot out there, sir. Ja. Ein bisschen. Mission debriefing. 3.39 Uhr. Good landing, GBF. How did things go out there? The tanker's been nailed, sir. She went up in a flash. Es waren sogar drei Stück. Good job. How did you fare against the troop carriers? We took out the first transport without too much problem. The second one was tougher, but we got her too. Nö, eigentlich war das erste schwieriger für mich. I knew that you boys could do it, but it's damn good work. According to the log, you shot down Baktash Redclaw. My congratulations. According to your flight recorder, you wasted 10 of the fuzzballs, GBF. And Knight took down 2. Oh, er hat 2 erwischt. Ja, einen Tanker und einen zweiten. Major, stop by my office after your shift. Dismissed. Okay. Er muss mit uns reden. I need to speak with you. Yes, sir. We'll be leaving Dakota soon, and I need to make some personal changes. Effective immediately following the jump, you'll be reassigned. I want you in one of the new Rapier class mediums in Black Lion Squadron. Yes, sir, you won't be sorry. Good, I'm glad to hear it. That's all then, Major, dismissed. Meanwhile, oh, wir verlassen das Dakota-System. Human colony on the water planet Hurricane, Port Headland. System. After the Terran fleet has defeated the Kharathi at Port Headland, Hurricane's planetary defenses head off a last-ditch Kharathi assault. Okay, also ist die Kampagne positiv geendet. Denn das war jetzt eine gute Meldung, dass die Verteidigungssysteme der Terraner die Kharathi da abwehren konnten. Hey, Shotglass. GBF, how's it going?
So here we are in Kurosawa. Kirafi call it Varakta, they say. Empire is supposed to have several bases on around the fourth planet. So I guess you boys will be seeing some serious action soon. Still, we're not the first Terran ship here. I heard the Kirafian system are already half beat. Ah, die sind schon halb geschlagen, die Kirati. Ja, wir sind auf der Erfolgsschiene. Und das Kurosawa-System, ja. Oh Gott, die zweite Mission, die da kommt. Naja, da müssen wir wohl durch. Wenn es soweit ist. Talk to Maniac. GBF, I'm glad to see you. I'm going insane listening to Angel talk about fuel to acceleration ratios. Heard that we are about to raid some fastball bases. That'd be great. I haven't shot at anything in a week. And I'm starting to get restless. Ach, Maniac. Angel macht immer irgendwelche Berechnungen. Aber er will nur fliegen. Ich will nur fliegen. Hallo, GBF. You have a moment? No. The Colonel has directed our crew chiefs to prepare our rapiers for battle. I had hoped we could have flown them more before now. C'est la vie. Should you get the chance, let me know how they fly. It is très importante. Au revoir, GBF. Okay. Ich werde dich informieren. So, Platz 1 weiterhin. Mit 11 Einsätzen und 76 Abschüssen. Hinter uns ist Hunter. Danach kommt Iceman. Dann kommt Bossman. Dann kommt Taggart. Ja, das ist ja Knight. Okay, der hat 45. Marshall Maniac. Oh, er holt auf. Sehr gut. Kumalo. Oder war Kumalo Knight? Ich vergesse das immer. Na, egal. Aber für einen Second Lieutenant ist Maniac ziemlich weiter oben als die anderen drei, die schon Captain und First Lieutenant sind. Er wird einfach nicht befördert. Er wird nicht befördert. Ich glaube, das ist auch in den späteren Spielen 3 und 4 immer so ein Running Gag, wenn Maniac da gespielt vom Biff-Darsteller aus Zurück in die Zukunft. Aber da ist ja schon Major, glaube ich, aber er wird nicht weiter befördert als Major. Und ich denke mir, ja gut, das ist hier der höchste Rang. Also, wo ist das Problem? Ist mehr als Captain noch. Wobei Captain da in den Filmen auch schon jemand ist, der ein Flaggschiff fliegen kann, wie die Tiger's Claw. So ein Träger. So, Kurosawa. Kurosawa System, ja. Keine Medaille bekommen, aber naja. Man kann nicht alles kriegen. Und wie passend dass das, ich sehe das gerade, dass die gefürchtete Mission Mission 13 sein wird für uns. Oder der Spielstand zumindest. Das ist passend. Aber erstmal noch eine relativ normale Mission, glaube ich. Zumindest wüsste ich nicht, was daran besonders schwer war. Oder außergewöhnlich. Aber danach geht's ab. Und das sehen wir dann, wenn es weitergeht, mit Wing Commander.